Zu Gast bei Kathleen Keller wird präsentiert von der Deutschen Bank Reitsportakademie. So, wir sind zu Gast bei, Sie wissen es natürlich, wir sind zu Gast bei Kathleen Keller hier in der Nähe von Hamburg in Appen. Oh, ich muss neu anfangen. Wir sind zu Gast bei Kathleen Keller hier in Appen und bei Schoko und Lilly, die übrigens schon schnarchen. Das finde ich jetzt, ich meine, Kathleen, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen. Und das ist, wer von den beiden schnarcht denn jetzt hier schon so laut? Das ist ja eigentlich unfassbar. Ja, Lilly ist schon sehr entspannt gerade. Okay, also hat sich hier schon sehr gut. Schnarchend in die Sendung, das haben wir so oft auch noch nicht gehabt. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, hier einen sehr lustigen Potpourri vorbereitet heute für Sie, damit Sie wissen, wo wir sind. Appen? Wirklich nur 10 Minuten von Hamburg, übertreibe ich, Viertelstunde? Es kommt darauf an, von welchem Stadtteil aus man schaut, aber ich würde sagen, von der Innenstadt bist du so 40 Minuten entfernt. Gut, wir sind offensichtlich also ein bisschen schneller gefahren, also auf jeden Fall nah an Hamburg, aber sehr idyllisch, sehr ländlich. Und ich denke, wir nehmen Sie einmal ganz kurz mit und zeigen Ihnen, wo wir hier überhaupt sind. Kathleen, vielleicht kannst du ein bisschen sagen, das ist dein Reich, nicht ganz allein, aber fast. Ja, genau, nicht ganz allein, auf jeden Fall nicht. Ich bin hier auf der schönen Anlage von Familie Groth-Becker, Mareike und Jochen Becker. Und eben gerade konnte man sehen, war die Einfahrt an unser Hof. Und hier gehe ich gerade entlang meines Stalles und jetzt innerhalb des Stalltraktes. Du hast praktisch einen Stalltrakt mit Schoko und Lilly, wie wir sehen, gepachtet, ne? Ja, ich habe nicht ganz einen kompletten Stalltrakt, aber den größten Teil dabei. Das ist Hampton gerade, da draußen hat man gesehen noch die Paddockboxen. Die Pferde stehen natürlich über Tag auch draußen auf den Paddockboxen. Hier sind die Paddocks und Weiden, die man eben gerade sehen konnte, der Stall von hinten. Hier ist die Rennbahn, wo Lilly und Schoko gerade quer durchs Gras. Trainingseinheit Osterhase. Genau, ja. Da musste ich sie einmal kurz wieder einfangen, weil sie ja auch sehr gut erzogen sind und super auf mich gehört haben. Dann ist ja auch gar kein Wunder, dass die zwei jetzt so erschöpft sind. Also ich meine, das ist ja vollkommen klar. Die sind schon gut einmal gelaufen heute Morgen. Diese schönen Rennern, die wir gerade gesehen haben, nutzt du die oder bist du mehr so einer, der Angst hat um die, obwohl du kommst aus Lohmühlen. Also die Frage ist eigentlich ein Witz, oder? Ja, nicht nur aus den Mühlen, aber auch generell von meinen Eltern aus ist das immer schon so gewesen, dass wir viel auch ausreiten waren und generell auch eben auf nicht vielseitige Ausbildung in dem Sinne, dass ich jetzt Gelände geritten bin, aber halt viel draußen auch geritten bin. Und die Rennbahn auf jeden Fall, die nutzen wir mit allen Pferden und sind draußen und das ist ja super schön. Man hat halt direkt eben was anderes für die Pferde. Man kann dort galoppieren gehen, ist aber nicht weit entfernt vom Stall. Und wenn man dann doch noch ein bisschen mehr raus möchte, ist man in 5 Minuten im richtigen Gelände, im Klüffensteen halt. Also das klingt sehr idyllisch. Sag mal ganz schnell, wie viele Pferde hast du hier stehen? Bei mir selber im Stall habe ich knapp 20 und die halt unter meiner Obhut sind. Und hier allgemein auf dem Hof sind wir ungefähr 50. Das ist ja eine Größe, mit der man, glaube ich, gut umgehen kann. Alles Dressur oder stehen da auch ab und zu Sprünge auf den Plätzen? Wir haben hier einen kleinen Springplatz da drüben, einen kleinen Grasplatz auch. Der Sohn der Familie, Herr Becker, reitet eben auch etwas Springen. Und dann haben wir hier noch von den früheren Besitzern, die reitet auch noch Springen hier. Also ein bisschen Springen ist hier schon auch noch im Leben. Aber dressurlastig, das ist absolut in Ordnung. Genau, aber alle haben Spaß daran, draußen zu reiten, ins Gelände zu gehen, ein paar kleine Sprünge zu machen. Also es sind alle doch sehr, sehr entspannt und freudig an allen Sachen. Was wir vielleicht einmal doch zu Beginn noch schnell, du bist ja noch nicht ganz so lange hier. Du warst ganz lange Jahre mit deiner Familie in Lohmühlen, aufgewachsen. Wir fangen mal doch direkt vorne an. Aufgewachsen auf dem Klosterhof in Medingen. Das ist ja schon was sehr, sehr Besonderes. Wir haben ein kurzes Bild dazu. Oh ja. Das ist lange her. Also das ist tatsächlich, da war ich, würde ich sagen, jetzt ungefähr 10 oder 11. Dort bin ich mit den Geschwisterwalern, also Isabel und Christoph. Christoph kennt man ja, denke ich, auch noch im Moment sehr aktiv im Sport. Er ist auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs, gerade im Vielseitigkeitssport. Der war dahinter auf dem kleinen schwarzen Pony. Ja, da sind wir, glaube ich, gerade auf dem Weg ins Gelände gewesen. Das heißt, du bist praktisch auf die Welt gekommen, ich möchte nicht sagen im Pferdestall, wie man so schön sagt, aber Pferde war direkt von Anfang an und total und mit der ganzen Familie, oder? Genau so. Und ich bin einfach auch im Pferdestall eigentlich aufgewachsen. Meine Eltern hatten ja ein kleines Gestüt, wo halt unsere Fohlen waren, eben
die Zuchtstuten mit Fohlen und eben auch die Jungpferde waren. Und da sind wir einfach den ganzen Tag mit gewesen. Also ich habe tatsächlich, ich bin mit meinem Großvater mal jeden Abend füttern gefahren in der Futterkarre und im Futterwagen. Und tatsächlich, also wir haben neulich darüber gesprochen, wie Kinder heute eigentlich so aufwachsen. Also ich habe tatsächlich früher sehr, sehr gerne Pellets gegessen. Also es hat anscheinend nicht so geschadet. Aber es war halt, irgendwie gehört es dazu, dass wir halt immer mittendrin waren und alles irgendwie mitgemacht haben. Und doch, ich bin richtig im Stall aufgewachsen, so könnte man sagen. Jetzt hatte ich ja schon mal angedeutet, ich habe deinen Vater getroffen. Wir haben so ein bisschen geplaudert. Und er hat mir erzählt, dass Frau Wahler immer mit dem ganzen Team, mit dir und den anderen Kindern Ponyspiele gemacht hat. Und wenn es dann ans Springen ging, das war nicht so dein Ding. Da warst du noch sehr klein, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich auf eine Story hinaus möchtest. Möchte ich auf diese Story hinaus, die was mit Weihnachten zu tun hat? Ja, genau. Ja. Ich glaube, ich war, fünf ist ein bisschen zu jung, aber ich war, glaube ich, sechs oder sieben irgendwie so. Und es waren damals, genau, ging es darum. Dein Vater hat auch auf fünf getippt. Ja, oder? Also irgendwie sowas war das. Und dann ging es tatsächlich darum, dass wir geübt haben, einen Cavaletti zu springen. Und das habe ich mich dann getraut. Und es war so ein kleines Kreuz. Und dann haben meine Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen, dass ich dieses Cavaletti gesprungen bin, weil ich vorher halt immer Angst hatte, nur darüber zu reiten. Und ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern mit meinem Vater, so, reit doch mal über die Stange. Und ich meine, oh Gott, nein. Und ja, und dann habe ich doch meinen Mut zusammengenommen und trabenderweise ungaloppiert. Also ich kann dir versichern, auch noch viele Jahre später ist dein Vater immer noch gerührt. Er sagte, du kommst wirklich am Weihnachtsmorgen, am 24. morgens war es, glaube ich, hast gesagt, jetzt müsst ihr mitkommen, ihr kriegt euer Geschenk. Und dann ging es ab in den Stall und rauf aufs Pony und rüber übers Cavaletti. Also finde ich schon eine sehr süße Geschichte. Wir reden so viel hier über die Familie. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Familie. Oh ja. Da seid ihr, die Kellers. Nimm uns mal kurz mit. Wer ist was? Ich meine, es ist auf jeden Fall eine bunte Familie, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Also ganz oben rechts natürlich angefangen. Meine Mutter Manuela, denke ich, dass definitiv die Seele unserer Familie, die alles zusammenhält und alles organisiert und jeden aufrechterhält. Also ohne meine Mutter geht gar nichts, definitiv nicht. Links daneben mein Vater, Dolph Dietram, den natürlich auch viele kennen. Dann drunter auf der rechten Seite unterhalb meiner Mutter ist mein Bruder, Marc Philipp, der auch tatsächlich lange Zeit geritten, oder auch mit 13 hat er auch damals Eschspringen geritten, hat dann aber aufgehört und hat dann erst wieder mit 18 angefangen und reitet jetzt ein wenig zum Spaß mit meinem Vater noch ein bisschen Jagd. Der ist im Jagdbusiness. Genau. Und damals hätte man, sieht oben links auch so ein ganz bisschen unscharf, ihn auch noch mit dem Springpferd. Und links, das war mal so aus Spaß, weil er diese super Frisur hatte eine Zeit lang. Also, genau. Und die sieht jetzt aber auch ein bisschen anders aus. Er hat jetzt etwas kürzeren Haarschnitt. Aber genau, und unten in der Mitte, das bin ich, da war ich, ich glaube, ich war vier. Da gibt es so eine ganze Fotoreihe, wo ich anscheinend sehr viel Spaß dran hatte, das zu machen. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, von welcher Familie wir reden. Deine Eltern haben dich natürlich geprägt. Das ist ja, glaube ich, gar keine Frage. Du trainierst, so viel ich weiß, seit du reitest, mit deinen Eltern. Das geht nur mit einer ganz gemeinsamen Philosophie auf jeden Fall. Sag uns diese die Keller-Philosophie. Definitiv ist die Keller-Philosophie, wenn man das eine Philosophie auch nennen kann, ist, dass man immer das Pferd fragt. Immer. Weil ein Pferd sagt einem immer, was kann man machen, wie weit kann man gehen, was möchte das Pferd gerne machen. Es ist nicht gemütlich. Ja, gleich kommt es wieder. Und das ist, denke ich, auch immer unsere Art gewesen, mit den Pferden auch umzugehen. Dass man halt immer aufs Pferd eingeht und nicht selber versucht, dem Pferd irgendwie was aufzuzwingen, sondern immer fragt, wie weit geht's schon, was kann man machen, wie kann man es machen. Und ich denke mal, wenn man dieser Philosophie auch nachgeht, kann man eine ganze Menge erreichen. Du hast diese Philosophie wahrscheinlich ja, nehme ich an, von Anfang an auch vorgelebt bekommen. Du bist dein erstes Turnier geritten, da warst du? Vier. Wir haben den Beweis für das erste Turnier, den haben wir dabei, damit uns das auch jeder glaubt.
Genau. Da hat man vielleicht noch nicht geahnt, welche Karriere in dir steckt, aber es sieht schon gut aus, auf jeden Fall. Du sitzt aber nicht auf Karachi, auf deinem ersten Pony, glaube ich, ne? Genau. Karachi hat man ein bisschen später, ein Jahr später bekommen. Mhm. Damals war das von einer Schülerin meiner Mutter, Hansi, und da bin ich das Pony Henny geritten. Die hat mir das damals noch abgeritten, das weiß ich noch, und dann habe ich mein kleines Samtjackett angezogen bekommen. Ich wollte gerade sagen, es gab gar kein Reitjackett in deiner Größe. Nein, nein. Das war, ich glaube, so groß. War so aus Samt. Ja, das hätten wir natürlich auch gerne heute noch hier gehabt. Aber hast du das noch? Ich glaube, das gibt es tatsächlich. Das hat meine, ich glaube, dass meine Mutter das damals mal weitergegeben hat an jemanden, die auch geritten sind. Also das habe ich leider. Ein Samtjackett mit 4 Jahren, die erste Prüfung, das ist natürlich schon sehr süß. Führzügelklasse, es ging ja stetig weiter. Ich meine, wenn wir jetzt all deine Stationen aufzählen, das wäre sicher etwas übertrieben, sage ich mal, da dauert einfach auch zu lange. Aber es gibt natürlich ein Pferd, was einen riesen Schuss in deine Karriere gebracht hat. Ich glaube, ja, ohne den wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Übertreibe ich total. Ich rede natürlich von Florestan. Überhaupt nicht. Also es ist ganz sicher so. Also ohne Florestan, das ging ja auch. Ich sollte ihn ja eigentlich gar nicht bekommen. Ich wollte mein silbernes Reitabzeichen machen. Man hat vorher den Abu Simbel ja gesehen. Mit dem sollte ich eigentlich mein silbernes Reitabzeichen machen. Und der war immer so sehr guckig. Und dann kam wirklich 4 Tage, bevor ich das Abzeichen gemacht habe, Florestan. Und dann meint Mami und Papi, setz dich doch mal rauf und reite den mal. Guck mal, wie es geht. Da kam ich gerade aus der Schule und ich habe mich sofort verliebt in dieses Pferd. Ich fand den so toll. Und dann habe ich mir gesagt, darf ich den nicht doch nochmal reiten? Und dann habe ich halt ein paar Tage später, damals noch bei Holger Schmetzer und Heinz Lemmermann, habe ich mein silbernes Reitabzeichen gemacht. Und halt dann eben Dressur betont. Und dann habe ich den behalten. Und dann ein Wochenende später bin ich eine L-Dressur und irgendwie 2 M-Dressuren geritten. Die hat da irgendwie alle 3 haben wir gewonnen. Und so ging das dann gleich weiter. Ja, das war tatsächlich, das war ja unfassbar eigentlich, so alles in allem, ne? Ja. Du hast mit ihm das goldene Abzeichen bekommen, da warst du 14? Genau, ich bin im ersten Jahr M-Dressur geritten und habe dann im zweiten Jahr durfte ich dann schon S reiten und habe dann zu meinem 15, also ich habe ein Wochenende vor meinem 15. Geburtstag hatte ich die letzte S-Dressur gewonnen und habe dann zu meinem 15. Geburtstag morgens von meinen Eltern das goldene Reitabzeichen als Geschenk. Das war wahrscheinlich schon ein totaler Gänsehautmoment, oder? Ja, und also ganz ehrlich, wenn ich heute zurückdenke und Mädchen sehe auch, die irgendwie 14 sind oder gerade 15 werden, und dann denke ich immer, das ist unfassbar. Also ich weiß gar nicht, wie das ging. Also Florestan hat, umso weniger man selber, glaube ich, eigentlich konnte, hat er einem umso mehr geholfen, und der war einfach immer ein absolutes Verlasswert. Also das war. Aber das hat er ja wahrscheinlich auch nicht für jeden gemacht. Ihr hattet ja schon, das war ja schon was Besonderes da bei euch beiden. Definitiv, halt vom ersten Moment, wo ich auf dem eben den reiten durfte, war das schon toll. Und ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Sehr viel Zeit. Also wenn ich Ferien hatte und morgens mit meinen Eltern ganz normal irgendwie um 7:30 im Stall war und die um 1 Uhr Mittag gemacht haben, war schon knapp, dass ich mein Pferd geputzt hatte, geritten hatte und wieder in die Box gebracht hatte. Man muss halt ja auch eine Menge zu tun mit Putzen und nochmal putzen. Aber das ist, glaube ich, bis heute so, ne? So dieses mit dem Pferd rumtüdeln in Anführungszeichen ist wichtig für dich. Ja, total. Und das ist auch das, warum ich glaube auch ich diese Leidenschaft für die Pferde habe. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Ist natürlich heutzutage in meinem normalen Alltag nicht mehr so möglich, dass ich so viel, also ich versuche schon immer zu jedem immer einen persönlichen Kontakt definitiv zu halten, und auch wenn es abends nur noch mal durch den Stall gehen ist und jedem noch mal eine Moor übergeben oder also definitiv immer, und dann versuche ich einfach, wenn ich mal die Wochenenden, wo ich halt frei habe, einfach mal nur sowas machen. Weißt du, womit du das mal verglichen hast? Wenn ich so an den Pferden fummeln, in Anführungszeichen, darf. Das ist für mich wie Meditieren. Das ist mir sehr im Kopf geblieben. Ist es auch, definitiv. Wir kommen einmal zurück zu Florestan. Du hast uns nämlich ein wunderschönes Florestan-Paket mitgebracht. Ja. Und wenn wir
zu Sachen greifen, dann greife ich jetzt einfach mal zuerst. Denn wir haben natürlich wieder unseren handsignierten Eimer zu. Ich verrate gar nicht, was Kathi da drauf geschrieben hat. Das ist eine Überraschung für den, der den Eimer gewinnt. Der kann gewonnen werden. Und das wisst ihr, ihr könnt natürlich wieder eure Fragen live bei uns stellen. Und unter denen, die Fragen stellen, verlosen wir diesen Eimer. Und heute setzen wir aber noch eins drauf. Wir haben nämlich auch noch einen Clip My Horse Uvex Reithelm mit. XS, ich habe erst gedacht, vielleicht für Kinder XS, stimmt aber nicht. Also er passt mir genau, er passt Kathi auch, Größe 56 ungefähr. Auch den gibt es heute zu gewinnen, unter denen, die hier live Fragen stellen. Wir werden natürlich sowieso viel reden, wie immer, aber vielleicht wollt ihr ja was ganz Besonderes von Kathi wissen. Und wir wollen jetzt von Kathi wissen, welches Floristan-Paket sie uns mitgebracht hat. Zeig mal, Kathi. Also, geht eben gerade. Du darfst dich gar nicht so viel bewegen. Ah, doch, hier, das ist kein. Die nein, nein, nicht das ist. Das ist okay. ja, tatsächlich, das Foto, was man eben gerade gesehen hat mit Floristan, ist genau das Outfit, was ich hier gerade liegen habe. Also, wenn man hier beginnt, das war mein damaliges Jackett, was ich getragen habe. Wo man noch die ganzen Anstecker, hier noch das kleine goldene Reitabzeichen, die DOKR-Anstecker, die mir damals mein Vater mitgebracht hat, das kleine goldene Pferd aus Saumur. Das hängt auch wahrscheinlich die letzten 10 Jahre so im Schrank. Ja, ne? Das ist wirklich tatsächlich heute das erste Mal aus. Den kleinen Engel habe ich damals auch mal geschenkt bekommen von meiner Patentante. Und jetzt kommst das und ist eigentlich der Gag, ihr habt ja vorhin mein Samtjackett gesehen. Und seit meinem ersten Turnier, was ich hatte, sind immer diese beiden Pferde bei mir im Jackett mit gewesen. Und die habe ich, seitdem ich 4 bin. Die reisen aber heute nicht mehr mit. Die dürfen heute im Jackett. Genau, die sind jetzt in dem Jackett. Also heute, es ist ja tatsächlich so, dass meine Jackets dann, also der fragt leider ja sowieso nicht, und die Jackets halt nicht mehr diese Tasche hatten. Und deswegen sind sie dann damals in diesem Jackett, sind sie jetzt geblieben. Aber die habe ich, bis ich, ich glaube, bis ich 19 oder 20 war. Also bis vor knapp 10 Jahren, ja. Da hat dich nie einer gefragt, warum das Jackett so eine Beule hat. Das war immer nicht so ganz gut gesessen trotzdem. Ja, und so sind die immer mitgereist, die beiden. Also die sind, Also Glücksbringer müssen schon sein? Ist das so ein bisschen... Ich finde, das entwickelt sich so. Es ist nicht so, dass ich dann losgehe und mir irgendwelche Glücksbringer suche und sage, das ist jetzt mein Glücksbringer. Aber ich habe die irgendwie immer geschenkt. Also die habe ich geschenkt bekommen, dann wieder das Zumühlpferd habe ich ihnen Zumühl geschenkt. Das habe ich von meinem Vater bekommen, meiner Partner. Also so... Es hat sich immer so irgendwie, es hat sich irgendwie immer so entwickelt. Und genau zu dem Jackett habe ich tatsächlich zu Hause auch noch meine Reitstiefel gefunden. Extra für heute geputzt, oder? Ich musste sie einmal kurz, weil sie sahen schon etwas antik aus. Aber es ist tatsächlich mit dem Jackett und diesen Stiefeln, also man sieht, sie sind auch relativ lang schon. Ich war tatsächlich mit 13 schon genauso groß wie heute, also 1,80. Mhm. Sie passen nur von der Wade her nicht mehr so gut. Das ist ein bisschen schwieriger. Noch schlanker geworden heute. Ja, ja. Genau. Mhm. Genau. Aber tatsächlich bin ich mit diesem Stiefel und dem Jackett damals, die ersten Landesmeisterschaften geritten, bin Deutscher Meister geworden, die Europameisterschaften geritten mit Floristan, Weltmeisterschaften damals in Frankfurt. Und ja, das war so meine Zeit, die ich mit Floristan hatte. Und und dann... Er darf immer noch mit, ne? Er darf raus, im Gegensatz zu den Ponys. Mein Pferd, mein Pferdchen, fährt tatsächlich jedes Turnier noch mit. Der sitzt im LKW immer. Und den habe ich auf dem ersten größeren Turnier damals mit Floristan gewonnen, wo ich meine erste sondern Juniorenprüfung reiten durfte. Und er heißt? Pferd. Pferd. Pferdchen. Okay, keinen besonderen Namen. Mhm. Aber er reist bis heute. Er ist tatsächlich mein Glücksbringer, seitdem ich 13 bin, der noch bis heute mit mir reist. Auf jedes Turnier. Haben Floristan natürlich auch im Bild. Wollen wir einmal gucken? Klar. Genau. Da ist er. Ja. Das war schon. War das dein Herzenspferd oder wäre das jetzt über. Also ist das falsch? Da, also es ist auf jeden Fall mein erstes Pferd gewesen, der mir halt einfach. Mit dem ich so viel erlebt habe und der mir so, so viel gegeben hat und einfach meine ersten großen Erfolge hatte. Mhm. Und der war wirklich ein Jasperian Hengst. Mhm. Und es war trotzdem. Und ich war ein junges Mädchen und der hat immer alles für mich gemacht und war immer total da. Also er war
sehr, sehr besonders, ja, definitiv. Kannst du dir vorstellen, wenn der nicht gewesen wäre, ich meine, fast jeder, wenn du so hörst, fast jeder hatte irgend so ein Pferd, was den Weg geebnet hat oder so ein bisschen einen an die Hand genommen hat. Wenn er nicht gewesen wäre, wärst du vielleicht Springreiterin geworden, Vielseitigkeitsreiterin oder vielleicht, keine Ahnung, Balletttänzerin? Also ich wäre definitiv, glaube ich, trotzdem keine Spring- oder Vielseitigkeitsreiterin geworden. Das war die gute Antwort. Obwohl ich ja auch ein Springpferd davor hatte, aber der wurde damals auch dann verkauft. Aber er hat definitiv den Weg geebnet, dass ich diesen Sport als Leistungssport so intensiv im frühen Alter verfolgt habe. Ich weiß nicht, hätte man ein anderes Feld gehabt, mit dem man nicht so viel sofort Erfolg hätte. Vielleicht hätte mich dann auch noch ein bisschen anders orientiert oder an. Ich habe auch tatsächlich lange Ballett gemacht, früher 12 Jahre, und habe ein bisschen Tennis gespielt, aber nie so intensiv wie natürlich geritten. Aber das Ballett hilft wahrscheinlich schon ein Stück weit, oder? Ich meine, du hast ja wirklich immer eine super gerade Haltung. Definitiv. Und es wäre sicherlich gut, hätte ich es auch einfach weitergemacht bis heute. Aber ich habe es irgendwann mal, es war einfach zeitlich irgendwann schwierig, das alles zu vereinen. Aber ja, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber man weiß es nie, wie sich das, aber die Leidenschaft zu den Pferden war halt einfach schon immer da. Auch das Pferd, den ich davor hatte, den habe ich ja genauso behandelt wie Flohstan und betütelt gemacht. Nur mit dem habe ich natürlich einfach die ersten richtigen Erfolge gehabt. Wer war das Pferd davor? Der Abu Simbel. War das der, mit dem du die erste M-Dressur geritten bist, als du 12 warst? Genau, mit dem bin ich meine allererste M-Dressur geritten, genau. Jetzt, ich habe 2 schöne Geschichten mitgebracht. So. Die eine, das war die Weihnachtsgeschichte. Die andere ist jetzt deine erste eine deiner ersten M-Dressuren war es. Und die Richterin war Angelika Frömming. Kannst du dich an die Geschichte auch erinnern? Ach, als ich den Weg so schön hatte. Ah, das war aber meine erste M2-Sterne-Prüfung mit Florestan. Also ich bin vorher. Mit Florestan? Oh, ja, dann bin ich. Nee, ich bin vorher M1-Sterne auch mit Florestan und dem Abu geritten. Okay. Die lief immer sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt bin ich die erste M2-Sterne geritten. Und du warst 12, sagte dein Vater. Ich war 13, gerade 13 geworden. Also es war das erste Jahr mit Florestan. Okay. Und da habe ich auch das Pferd gewonnen auf dem Turnier. Und dann bin ich tatsächlich geritten, es lief alles gut. Und dann war halt ein Rückwärtsrichten drin, was ich anscheinend übersehen hatte beim Lernen der Aufgabe. Und da hatte ich angehalten und dann klingelten die. Schön ist das Wörtchen anscheinend. Und dann hat natürlich die Richterin geklingelt. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mich nicht verritten. Und sie so, doch, du hast das vergessen. Ich so, nein, auf gar keinen Fall. Mein Vater hat die Aufgabe aus Warndorf mitgebracht. Das kann gar nicht sein. Und meine Eltern schon immer so, psch, einfach weiter rein. Und also ich war wirklich davon überzeugt, ja, genau, dass die absolut nicht richtig waren, die Richter. Und dann bin ich auch die Aufgabe zu Ende geritten, dann war auch alles okay. Ohne, du hast dann nicht dich überreden lassen, das Rückwärtsrichten noch einzubauen. Doch, ich habe es dann schon gemacht. Widerwillig, offensichtlich. So, dann war ich aber fertig, ich habe halt gegrüßt. Und dann haben meine Eltern zu mir gesagt, nee, das macht man nicht. Und so, auch wenn du dich verreitest und du meinst, das wäre nicht so, aber das macht man nicht. Und naja, auf jeden Fall habe ich das nachher auch gut verstanden und mich auch noch entschuldigt dafür und die Aufgabe noch mal durch. Aber ich glaube, ich war einfach extrem aufgeregt davor. Und das war für mich dann so, dass das dann geklingelt hat, das konnte ich nicht. Das ging gar nicht. Nee, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ja. Aber danach ging es dann gut. Also dein Vater hatte nur gestern sehr schön erzählt, er stand am Rand und wurde doch so ein bisschen kleiner, als seine Tochter anfing mit der Chefrichterin zu diskutieren, dass dieser Weg der richtige sein muss. Ja, das finde ich schon echt gut. Mein Vater hat die Aufgabe ja auch aus Warndorf höchstpersönlich mitgebracht. Ja, ne? Konnte gar nicht sein. Nee, da war die Richtung. Sehr schön. Ja. Ich glaube, ein anderes Pferd, was wir unbedingt ins Spiel bringen müssen, ist Wanda. Oh ja. Wanda, das musst du eigentlich selber erzählen. Mit dem hast du, also mit 14 das goldene Abzeichen, das war, glaube ich, das gibt es bis heute als Rekord. Ich kenne keinen mit 14, der das goldene Abzeichen bekommen hat. Also ich möchte mal behaupten, es ist immer noch die jüngste Reiterin, die das goldene Abzeichen. Du hast aber mit Wanda auch einen unfassbaren Triumph eigentlich 2011 in Hamburg erlebt. Ja, das schön Wanda habe ich auch, seitdem ich 15 war, da habe ich ihn damals bekommen und es war wirklich damals schon sehr heißer Ofen, muss ich sagen. Ja. Also er hat mir wirklich das Reiten gelehrt. Also ich Flohstan war ja wirklich so ein ganz ruhiger und totales Verlasspferd und Wanda war zwar von den ganzen Grundgangarten sehr viel Ausdrucksstärke, aber auch wirklich
schwierig ein bisschen, aber... Ja, der ist ja eigentlich auch immer, also auch mit dem Erwachsenenalter hätte ich fast gesagt, der ist immer im Ofen geblieben, oder? Ja, und es war entweder war es so, du warst, die Traptour ging eigentlich immer gut und dann ging es einen Schritt. Wenn der Schritt ging, dann war die ganze Prüfung super. Wenn der Schritt in die Hose ging, dann ging gar nichts. Also dann war es schwierig. Aber ja, und der hat mich wirklich damals... Monda war ja auch mein erstes Grand Prix-Pferd, also mit dem habe ich alles gelernt und meine ersten Inter-2-Prüfung geritten und dann so weiter, Pierre-Förderpreis und ja, dann war ich auf dem Derby und dann war irgendwie dieses, ja, ich war ja eigentlich Fünfte. Auf dem Dressur-Derby, genau, muss man vielleicht genau, kurz dazu auf dem sagen. Dressur-Derby, ich war ja eigentlich in der Einlaufprüfung Fünfte und dann haben aber durch Zufall, also weil das einfach so war, zwei zurückgezogen und dann bin ich reingerutscht und ich war total aufgeregt, weil ich bin halt noch nie vor ein anderes Pferd Grand Prix geritten, wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Da mit zwei Championatsreitern dort gewesen und ich dachte, naja gut, wird schon gehen. Und bin vorher das U25 Derby das erste Mal geritten, den Tag vorher und ich glaube, das hat auch ein bisschen geholfen. Dass du den Pferdewechsel schon mal, den Ablauf schon mal geprobt schon sozusagen hast? Schon einmal geprobt und dann kam das, also das große Derby und ich habe mir einfach... Da bin ich ja morgens noch einmal springen geritten. Jetzt nimmst du mir meinen Gag weg. Ach so, Entschuldigung. Leid, ja genau, morgens springen und dann da. Meine Mutter wollte das eigentlich gar nicht, aber ich habe gesagt, nee, auf jeden Fall. Deine Mutter wollte nicht, dass du da springen reitest, ne? Ja, genau, ich wollte springen reiten, weil das ja wirklich viel war, das ganze Wochenende über. Aber es hat einen so beflügelt damals irgendwie und so viel Spaß gemacht, habe ich einfach gesagt, wir gucken mal, wie das Derby wird. Ich meine, schlechtenfalls kannst du Dritter werden und nachher... ja, klappte das irgendwie alles so. Und hast es gewonnen. Also das ist schon, du warst 21. Ja, genau. Die jüngste Derby-Siegerin. Dein Vater hat es, glaube ich, 7 oder 8 Jahre vorher, war er auch Derby-Sieger? 8 Jahre vorher, ich glaube 2003. Ja. Ich könnte mir vorstellen, nach 2011 abends gab es noch mal eine richtige Fete im Hause Keller, oder? Ja, tatsächlich. Also es gab abends, waren alle damals im Stall, die waren alle schon da und dann wurde groß Essen bestellt und Getränke und haben alle einen schon erwartet, als wir nach Hause kamen. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Und du hast so schön immer gesagt, dieses Vielseitige ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, mit Wanda können wir zeigen, wie gut ein Grand Prix-Pferd sich auch im Gelände macht. Da sehen wir euch nämlich. War das so die Sonntagsmorgens, ich habe Spaß-Einheit, oder? Ja, Wanda brauchte immer extrem viel Abwechslung tatsächlich. Und das war aber ein Pferd, vor dem, also da brauchte man einfach von nichts Angst haben. Und mit dem bin ich auch einfach super gerne ins Gelände gegangen. Ja, und der hatte offensichtlich Spaß. Ja, total. Also wir haben auch gesagt, wäre der vielleicht ein bisschen jünger gewesen, hätte er vielleicht auch Vielseitigkeitswert also werden können. Der hatte ja auch ein... war ja auch mit Werther, Mart war ja auch ein Vollblüter, der hatte auch ein bisschen Blut dahinter und der konnte auch echt, der hat echt lange durchgehalten, wenn du mit dem ins Gelände galoppieren gegangen bist, das war unendlich. Und der sprang ganz gut und dadurch hat das echt Spaß gemacht, mit denen habe ich das viel gemacht. Aber das war wahrscheinlich genau das Richtige, auch um ihn vom Kopf her schön, ne? Total, der brauchte das auch, also mit dem brauchtest du nicht anfangen, irgendwie jeden Tag irgendwie versuchen, das so zu reiten. Ja. Und nee, da musst du sehr viel raus. Wir müssen noch einmal zurück zum Derby. Also Hamburg, Derby, Dolfkeller, Derby-Sieger, die Tochter Derby-Sieger. Das ist ja sowieso schon eine irre Geschichte eigentlich. Und dann hatte das Derby ja Geburtstag. Ja. Und das, also den 60. Dressur-Derby-Geburtstag. Und da bist du mit deinem Vater ein Pas de Deux geritten. Auch davon haben wir einen ganz kurzen... Kathi, was war das für ein Gefühl? Ja, es war unglaublich. Also weil wir wirklich, Papi und ich haben ja gar nicht so viel Zeit gehabt, uns immer zu treffen und das auch zu trainieren. Als wir beide dann auf einmal am Eingang standen. Guck mal hier, das macht er aber auch schön, oder? Ja, klar. Der hat aber sich, hier echt Knie an Knie, wie man das mal so lernt. Daumen hoch. Nee, das hat wirklich so viel Spaß gemacht, weil ich kann mich wirklich daran erinnern, wir standen beide dort im Eingang und Papi so, los jetzt, los, los jetzt. Also der war schon auch wirklich hochmotiviert. Und dann sind wir beide rein und jetzt darf ich es dir auch erzählen, jetzt so. Aber es war wirklich toll und dann die letzten Runden, kurz bevor es dann Ende war, waren Papi auch, jetzt auch gut. Jetzt hat man auch genug geritten. Er ist natürlich lange gar nicht so viel geritten. Und das Pferd, was er hatte, Deal, ist ja mit dem bin ich dann auch schon, oder der hat jetzt auch schon 3 Sterne gewonnen. Und der ist gar nicht so einfach zu sitzen. Also Papi musste schon wirklich sich auch ein bisschen anstrengen. Aber es hat viel Spaß gemacht, als wir dann noch die Ehrenrunde geritten sind und alle Leute aufgestanden sind und gejubelt haben. Das war einfach. Und das eben
mit einem Elternteil zusammen. Das war einfach unglaublich. Das war besonders. Ja, sehr, das kann ich mir sehr, sehr, sehr vorstellen. Ja. Doch, das war ein tolles Erlebnis, dass wir das machen konnten. Dein Vater, ich glaube, das ist auch der, der so die Jagdreiterei für sich wieder entdeckt hat, dass der auch so ein bisschen weitergibt. Du hast schon gesagt, dein Bruder, du bist, glaube ich, auch schon ab und an mal mitgeritten, ne? Ich bin tatsächlich sogar, also mein Vater ist ja ganz früher immer Jagd geritten, als junger Adolf damals. Als junger Adolf, auch schön. Und dann tatsächlich waren wir einen Abend bei unseren Nachbarn vor, ich weiß nicht, wir lügen auch 6 Jahren oder so, bei unseren Nachbarn irgendwie drüben gewesen. Das ist okay. Und wir haben fern und da hatte sich unser Nachbar irgendwie verletzt und dann ging es darum, Mensch, ich kann selber nicht reiten und Katrin, hast du nicht Lust? Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich einen Tag vorher mit dem Pferd zusammen ins Gelände gegangen und dann bin ich sogar vor meinem Vater das erste Mal wieder Jagd geritten. Dann bin ich 2 oder 3 Jagden bin ich sogar mit dem Pferd mitgeritten hintereinander. Und dann ist Papi auch wieder eingestiegen. Also warst eigentlich du diejenige, die ihn wieder auf den Jagdpfad gebracht hat, sozusagen? Ja, also so, es kam irgendwie so, Papi war natürlich immer schon interessiert daran und er ist früher natürlich super viele Jagden schon geritten. Das hat sich dann irgendwann nur nicht mehr so ergeben. Und aber dann eben mit unseren Freunden zusammen und so und dass wir dann das erste Mal wieder auf den Jagden waren. Ich reite ja auch für den Hamburger Schleppjagdverein. Da muss man ja. So. Ist ja eigentlich klar. Genau. Und jetzt mache ich es wirklich immer noch ab und zu. Es bringt einfach Spaß. Man trifft viele tolle Leute, nette Leute. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei Weihnachten. Ne? 2. Weihnachtsfeiertag steht die Jagd wieder an. Boxing Day, ja. Boxing Day, auch dafür bitte einmal kurz unser Beweisfoto. Da wart ihr gut gelaunt, ganz offensichtlich. Klar, das ist immer gut. Da war direkt nach der Jagd. Und da hatten wir alle schon unseren Bruch. Alle gut überstanden die Jagd und nein, das bringt viel Spaß, also halt mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen zu reiten oder halt mit den anderen, das ist einfach witzig. Familienerlebnis, so. Genau. Total. Aber deine Mutter hält sich da raus? Die kommt immer mit, die ist immer dabei, aber selber jetzt so viel Ambition selber zu reiten hatte sie noch nicht, wer weiß, vielleicht machen die das auch noch gemeinsam. Mhm. Wir wollen jetzt einmal zu deinen aktuellen, jetzt nicht ganz, ganz richtig, zu den fast aktuellen, Daintree. Daintree, mit dem würde ich gerne anfangen, mit dem bist du im Kader gewesen. Inzwischen ist er Lehrpferd, Daintree. Wir haben Daintree mit dir in Hamburg. Was war so besonders, was ist so besonders an ihm? Also Daintree ist wirklich das erste Pferd gewesen, mit dem ich wirklich international unterwegs war. Und Großes, mit dem konnte ich ja damals auch einige 4-Sterne-Prüfungen gewinnen, damals auch in Österreich, hier bei der Familie Glock damals. Das Turnier hatte ich damals den ersten Sieg 4 Sterne gehabt und dann bin ich mit ihm einige Nationenpreise geritten, war dann das erste Mal im Seniorenkader und also der hat mir einfach so nachdem so Florestan und Wonder und alle mir schon unheimlich tolle Erfolge hatte, hat er mir wirklich den Schritt in Seniorenlager dann ermöglicht und das mit mir alles so gemeinsam entwickelt und erreicht. Ja. Er steht immer noch hier bei dir? Du reitest ihn zwar nicht mehr turniersportmäßig, sitzt ab und zu noch drauf, aber du hast ihn übernommen von Frau Böckmann, glaube ich. Genau, ich habe ihn übernommen in diesem Jahr von Familie Böckmann, aus dem Grund, weil ich einfach, der hat mir so viel Gutes gegeben und ich wollte einfach sicher gehen, dass der bei mir bleibt. Also ich wollte einfach nicht, dass der irgendwie, wie auch immer, was er immer sein kann. Und er ist einfach noch topfit und ich hatte halt überlegt, wie macht man es, verliest man ihn, behält man, geht auf die Weide, was auch immer. Und so in dem Sinne, dadurch, dass ich ihn jetzt halt übernommen habe, konnte ich das halt genauso, kann er hier bei mir bleiben und man konnte genauso entscheiden, was halt gut ist für ihn. Und ja, jetzt habe ich ihn tatsächlich verliest und jetzt ist er Lehrpferd und bringt noch einer netten jungen Dame das. Und du trainierst die beiden. Genau. Das ist ja eigentlich die perfekte. Genau, du hast ihn immer noch unter deiner Obhut und weißt genau, was mit ihm los ist. Er muss auch nicht nochmal irgendwie einen Stall wechseln, nochmal irgendwo anders hin, sondern er wird jetzt hier wirklich, bis er sagt, er hat keine Lust mehr oder bis es nicht mehr geht, hier bleiben. Und dann wird er eine schöne Zeit auf der Weide haben.
Wir haben noch ein Beispiel dabei. Ich hätte fast Alf gesagt, aber das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist nicht nett. Er heißt richtig Hampton Court. Spitzname Alf. Genau. Weil er so ein bisschen aussieht wie Alf. Also es ist schon ein bisschen so. Was ist das Tolle an ihm? Hampton und ich haben einfach auch eine besondere Geschichte, würde ich sagen. Also ich habe ihn jetzt auch damals bekommen, auch als ich damals Daintree bekommen habe. Und es war einfach, er war immer ein tolles Pferd, aber es war irgendwie schwierig. Also ich weiß auch nicht, also wir kamen immer super zurecht, aber irgendwie kriegten wir nicht alles hintereinander irgendwie hin. Mhm. Aber irgendwie habe ich immer an ihn geglaubt und habe immer gesagt, irgendwann irgendwie klappt es. Und dann auf einmal hat es wirklich im letzten Jahr fing es dann an, dass es irgendwie Klick gemacht hat. Und dann aber auch erst Ende des Jahres und seitdem ist er einfach das perfekte Turnierpferd geworden und hat dann dieses Jahr sein Debüt in Neumünster gehabt, international das erste Mal kleine Tour. Und dann bin ich in Dortmund, habe ich gesagt, okay, gut, wir reiten jetzt mal 3 Sterne. Mhm. Und ich bin das Wochenende vorher sonntags einmal hinter 2 geritten, weil ich dachte, vielleicht wäre das eine gute Idee, um einmal zu testen, wie es geht. Mhm. Und dann wird er 2. und gewinnt die nächste Runde. Das war in Dortmund, das war wirklich... Das sind schon besondere Momente, gar keine Frage. Definitiv. Wir müssen natürlich ganz, ganz auf jeden Fall auch noch dein aktuelles Kaderpferd. Du bist ja im Moment im Kader und zwar mit San Royal. Auch so ein ganz besonderer, oder? Oh ja, definitiv. Also San Royal. Haben wir auch kurz im Bild. Ist aber hier schon ganz. Sunny, das war letztes Jahr auf dem Derby. Sunny ist wirklich absolut auch mein Pferd. Wir haben den auch, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich manchmal irgendwie so besondere, spezielle Pferde. Es war ja sehr schwierig, ihn zu reiten als junges Pferd, weil irgendwie jeder runtergefallen ist. Und eigentlich schließlich fällt mir man ja ein Stück, er ist ja groß, ne? Oh ja, man fällt ein ganzes Stück, ja. Er ist knapp 1,90 und wenn man da fliegt, dann fliegst du auch wirklich. Das dauert ein bisschen, bis dann wieder und du sprichst aus Erfahrung, hört sich... Ja, ich habe es auch schon mal miterlebt. Und, aber irgendwie haben wir. Schön, wir haben es gerade gesehen, wie Daddy Lass. Also, er schreit schon nach der Arbeit, wie man da gerade gesehen hat. Extrem, ne? Genau, das wollte ich nämlich auch. Gut, das ist jetzt ein bisschen das Kontrastprogramm, das ist dann nach der Arbeit die Phase. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Trotz seiner Größe ist dieses Pferd einfach, der hatte immer ein unheimliches Talent für Versammlungen. Piaf Passage, Pioretten. Also, das hat er immer schon mitgebracht und das macht ihn einfach auch so besonders, trotz seiner Größe. Ich glaube fast, wir haben längst rausgehört, dass das nicht der Fall ist. Nichtsdestotrotz, hier kommt eine Frage und ich stelle sie. Mhm. Könntest du dir überhaupt einen anderen Job vorstellen? Nein, definitiv nicht. Ich habe ja auch studiert, also Wirtschaftspsychologie. Und ich habe tatsächlich nach dem Abitur ein Jahr Pause gemacht. Einige Sachen, also halt auch nur geritten. Habe damals aber entschieden, ich möchte gerne noch studieren, weil ich einfach... ein bisschen Horizont noch weiter, möchte andere Leute kennenlernen, was sehen. Aber ich wusste schon... Du hast ja auch hier in Hamburg studiert, wie ich weiß, in einer sehr lustigen WG. Ne? Ja, einer sehr mit rosafarbenen Mülleimern. Daran erinnere ich mich, glaube ich, noch in 30 Jahren. Der HBP, der Happy Barbie Place. Ja, ja, das war eine tolle Zeit mit meinen beiden besten Freundinnen, der Caroline Wilm und Friederike Hahn. Haben wir zusammen eine WG gehabt. Ihr habt auch tatsächlich studiert oder war das mehr... Ja, wir haben alle studiert. Nein, wir haben tatsächlich... Nicht nur die Fun. Nee, wir haben tatsächlich studiert. Alle zusammen und es war eine super tolle Zeit. Also deswegen, also ich würde auch jedem dazu raten, wer auch die Berufsreiterei machen möchte, es ist wirklich einer der schönsten, also für mich auch der schönste Beruf, den man haben kann, aber eine andere Ausbildung noch zu haben und einfach mal zu sehen, was noch so rundherum ist, ist einfach sehr, sehr wichtig. Und da freue ich mich auch, dass ich das definitiv gemacht habe. Aber ich wusste, es ist auch eine kleine Anekdote. Ich hatte mein erstes Semester und dann bin ich nach Redefin gefahren zum Turnier und habe damals den Desperados. Ja. Der war damals 7-jährig, das erste Mal Burgpokal geritten. Und dann klappte das alles nicht so. Und der Dr. Wösche, mein Langjähriger eben auch, der mich immer unterstützt hat, ist heute der... Ich habe irgendwie geflucht und gesagt, das geht mir dieses blöde Studium und ich mache das nicht mehr und es klappt alles mit dem Reiten nicht. Und letztes Jahr, wo ich ein Jahr nur geritten bin, war das viel besser. Und hat er zu mir gesagt, Kathleen, es war ein Turnier von so vielen Turnieren. Du machst dein Studium zu Ende, du machst das gut und nächstes Turnier sieht schon wieder ganz anders aus. Und dann war ich ein Wochenende später oder 2 Wochenende später, glaube ich, in Lübeck und habe damals die Quali zum Burgpokal gewonnen mit Desperados. Aber ich habe es auch
tatsächlich durchgezogen, habe auch gesagt, nee, das stimmt auch, man darf nicht, nur weil eine Sache mal nicht klappt, irgendwie darf man da nicht irgendwie sich festbeißen dran. Und danach ging es ja dann auch super und habe dann noch mein Studium gut beendet und bei der Reiterei bin ich auch noch. Du bist selbstständig. Hier wird noch gefragt, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, ob das eine Herausforderung ist, das ist es, glaube ich, ganz sicher. Du hast, wie ich meine, unschwer, wir lesen es, aber auch da einen tollen Partner an deiner Seite mit der Deutschen Bank Reitsportakademie. Warum ist das Konzept so gut? Was hilft dir so sehr bei diesem Konzept? Ich habe das große Glück, dass ich jetzt im dritten Jahr schon dabei sein darf. Ich habe ja ein Jahr Mausgeld, aber die 2 Jahre, als ich vor allem auch mein damals die Selbstständigkeit begonnen habe, ich habe ja auch einen tollen Mentor an meiner Seite, den Thomas Köpmann. Und es war einfach toll, jemanden außerhalb, der zwar was mit der Reiterei zu tun hat, aber außerhalb der Reiterei ist, um auch alles auch mal neutral zu sehen. Und die, genau. Und es war, ich habe jede Hilfe natürlich von meinen Eltern auch bekommen, aber so hast du die Hilfe nochmal aus der Bankseite bekommen, was einem auch unheimlich geholfen hat. Und dann natürlich unterstützt dich die Deutsche Bank oder halt die Reitsportakademie in all deinen Dingen, die du halt machen möchtest, also Training, Turnieraufenthalte und so weiter. Und was natürlich eben einfach unglaublich wichtig ist, auch wenn du selbstständig bist, dass du halt das auch irgendwie alles gut finanzieren kannst und die großen und langen Aufenthalte auf den Turnieren auch irgendwie überbrücken kannst. Das kostet ja auch alles richtig Geld. Ja. Das darf man ja absolut nicht. Nein, ja. Definitiv darf man das nicht unterschätzen. Und vor allem hat man hier zu Hause ja auch noch Mitarbeiter, die das auch alles weitertragen müssen. Und das ist da eine sehr, sehr große Hilfe, dass man da jemanden hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass die eben hinter einem stehen. Soll ich mal einen total gewagten Schlenker machen? Mache ich. Jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Du hast noch jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Du heiratest dieses Jahr. Oh, ja. Ja. Und zwar einen Reiter oder zumindest ehemals Reiter. Ich weiß gar nicht, ist er noch aktiv? Ja, er ist nur aktiv, wenn er bei mir hier ist, zu Hause ist. Dann sonst lebt er ja in New York. Mhm. Nikolas Krönke heißt er. Vielleicht ganz kurz. Und du warst bis heute bei ihm in New York und bist nur für uns hier zurückgekommen nach Appen heute schon. Das finde ich super. Ja, der Schlenker war ein bisschen groß, aber ich freue mich trotzdem sehr. Nein, aber du hast definitiv recht damit, auf jemanden verlassen. Also ich habe wirklich mit ihm jemanden gefunden, der mich überall hin begleitet, auf jedes Turnier mitfährt. Er kennt natürlich, er ist ja selber sehr, sehr aktiv, Pony Junioren, junge Reiter geritten und dann erst zum Studium nach Amerika damals gegangen. Und er kennt sich natürlich total aus. Er weiß alles, wie das geht, wie man sich fühlt in tollen, in schlechten Momenten, wann man mal Zeit braucht, wann man jemanden braucht, der eben für einen da ist. Und das bringt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Worauf stellen wir uns denn ein? Kathleen Keller oder Kathleen Krönke dann? Da könnt ihr euch wahrscheinlich überraschen lassen. Ah, okay. Ja, das machen wir. Das machen wir. Kathleen, eine Kleinigkeit noch, weil die Zeit rennt uns hier gerade sonst wohin weg. Oh ja. Du hast mal einen ganz besonderen Ausflug dir gegönnt und den habe ich mir extra zum Ende, ehrlich gesagt, aufgehoben, weil ich das so irre finde. Du warst 4 Monate bei der Cadre Noire. Vielleicht sagst du ganz kurz, vielleicht weiß gar nicht jeder genau, was das ist. Was ist das? Genau, Cadre Noir in Saumur in Frankreich ist ähnlich wie die Wiener Hofreitschule. Also die machen eben die hohe Schule der Pferde mit den Pferden. Und da geht es halt einfach um Steigen, Kapriolen. Solche Sachen, die man eigentlich gar nicht so erleben will, ne? Die man normalerweise im Alltäglichen nicht so gerne hat und da natürlich extra trainiert werden. Und da war ich eben diese, ich glaube, ich war sogar 4,5 Monate da oder so, und habe da eben damals mit dem Philippe Lemousin, der vorher das Cadre Noir auch geleitet hat dort, der dann aber eben die Dressur-Szenen dort eben auch dann übernommen hatte, hat aber immer noch Pferde in Ausbildung gehabt. Und ich hatte dort ein junges Pferd, was eben zu den Cadre Noir eben sollte. Und dann habe ich mit dem immer zusammen geübt. Das gucken wir uns auch an. Das sieht ehrlich gesagt schon ein bisschen unangenehm aus. Also Steigen war natürlich. Das bist schon tatsächlich du da im Sattel. Das ist tatsächlich kein Fotofake. Nein, das bin tatsächlich ich. Das war sehr, sehr aufregende Zeit. Also es war wirklich so, als ich nach Hause kam, wenn man das jeden Tag macht
Und die steigen halt auch wirklich hoch. Die stehen zwar sicher, das ist auch wirklich, aber du sitzt ja immer in der Balance mit dem Pferd. Also du darfst dich nicht vorbeugen, sondern du bleibst so sitzen, wie du sitzt. Und das bedeutet, was siehst du? Nur die Pferdeohren und die Beine, die vorne kommen. Also du darfst dich schon nicht vorbeugen. Nein. Ich hätte jetzt gedacht, um die ganze Sache in der Balance zu unterstützen, geht man vielleicht. Aber man sieht es ja oder sah es ja auch. Sonst rutschst du ja auch runter. Also du bleibst wirklich so drin sitzen, dass es halt auch eben vom Bild her gut aussieht. Und das ist schon manchmal etwas beängstigend gewesen, ja. Aber du magst es ja waghalsig. Du hast ja auch noch einen offenen Wunsch, wie ich weiß. Man merkt, ich habe mit deinem Vater geplaudert. Au! Ihr redet wahrscheinlich von unserer gemeinsamen Leidenschaft, das Motorradfahren. Genau. Er sagt der Motorradführerschein. Du hast ihn immer noch nicht gemacht. Ich glaube, er wartet ein bisschen drauf, so dass ihr mal zusammen. Tatsächlich. Ich habe letztens Jahr ja schon angefangen und war schon so kurz davor, es alles fertig zu haben. Und dann war auf einmal so viel, dass ich halt, wo man von Verantwortung spricht, dann waren Mitarbeiter krank, irgendwelche Sachen. Und dann habe ich es halt nicht mehr in der Zeit geschafft. Du hattest schon Motorradfahrstunden? Nee, klar, ich bin schon. Ich war schon, ich musste nur eigentlich meinen Theorietest machen. Den wollte ich gerade machen. Und dann kamen so viele Sachen, dass ich einfach ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann war natürlich die Saison rum. Und jetzt muss ich mich eigentlich echt, ich muss mich sputen, dass ich jetzt im Sommer noch fahren kann. Die ersten schönen Tage gab es ja schon. Ja, ja. Also noch war es kalt, noch hast du eine Ausrede, aber so langsam. Ja, es kommt. Kathi, jetzt haben wir schon sehr viel erfahren. Du weißt, weiß ich nicht, ob du es weißt, aber das ist so üblich bei uns. Am Ende gibt es so eine Art Speed-Interview. Heißt, ich habe jetzt noch 5 Fragen, die du möglichst schnell, ohne groß nachzudenken, beantwortest. Okay? Also, erste Frage. New York oder Appen? Appen. Früh aufstehen oder früh schlafen gehen? Früh aufstehen. Klassik oder K-Pop? Ich wollte auch gerade sagen, was ist K-Pop? Schön, das musste ich auch erst lernen. Korean Pop ist total in. Bringen meine Kinder mir bei. Vielleicht Korean Pop dann. Aber ich höre auch gerne Klassik. Vielleicht Klassik, weil das kenne ich. Okay. Kochen oder kochen lachen? Lassen? Kochen lassen. Kochen lassen? Mhm. Verstehe ich auch gut. Ganz einfach. Und jetzt zum Ausklang dieses Abends nach unserem schönen Live-Interview hier auf die Couch, direkt ins Bett oder noch eine kleine Reiteinheit in der Halle? Direkt ins Bett. Ich habe schon eine kleine Reise hinter mir heute. Flug aus New York. Ich bin für heute Kleinigkeit essen und dann. Ich würde sagen, du hast schon im Vorfeld Gesellschaft so ungefähr. Genau. Kathi, vielen, vielen Dank. Danke, dass du auch aus New York angereist bist für uns. Wir wünschen dir ein sehr spannendes Jahr, was ja definitiv spannend wird. Und vielleicht schaffst du das ja sogar mit dem Motorradführerschein noch. Ich sage von unserer Seite vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Und wir machen weiter mit zu Gast bei am 27. Und da sind wir zu Gast bei Katrin Eckermann. Vielen Dank und tschüss. Kathi, danke und natürlich auch danke an euch beide. Schlaft schön weiter. Zu Gast bei Kathleen Keller wird präsentiert von der Deutschen Bank Reitsportakademie.